Was läuft, was läuft, was läuft, was läuft, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Erstmal muss ich mich bei euch entschuldigen, dass gestern kein Stream kam, aber ich war den ganzen Tag unterwegs, tatsächlich länger als ich dachte. Und ich, beziehungsweise nicht nur ich, auch ein paar andere, mussten vor der Polizei wegrennen. War auch ganz witzig. Falls ihr die Story hören möchtet, folgt mir gerne auf Twitch, dort machen wir des Öfteren Storytime. Generell sind die letzten Streams extrem witzig. Und wollte mich mal grundsätzlich bei euch bedanken für den insane Support der letzten zwei Wochen. Sei es auf YouTube oder auf Twitch. Macht mir gerade alles extrem viel Spaß. Und ja, bin richtig gehypt aufs DLC. Und das gemeinsam mit euch auszuschlachten, zu erkunden etc. pp. Um was geht es denn in diesem Video? Wir schauen uns an, was der Typ hier für ein Viech auf dem Kopf hat. Ist es ein Pokémon? Fragezeichen. Dann schauen wir uns zwei Pokémon an, die in einem Trailer zu sehen waren, zu Pokémon Schwert und Schild. Der Trailer wurde allerdings nur in Texas ausgestrahlt, nirgendwo anders. Und da sind halt andere Cover-legendäre Pokémon drauf. Schauen wir uns gleich an. Die dritte Sache ist, ich zeige euch ein Pokémon, was in dem Trailer an sich nicht sichtbar war, also jetzt dem letzten DLC-Trailer. Wenn man aber genau reinzoomt, dann hat man die Bestätigung, was für ein Pokémon zurückkommt und ist sogar ein sehr starkes Pokémon. Die Leute, die auf meinem Discord sind, wissen bereits Bescheid, um was für ein Pokémon es sich handelt. Sprich, wenn ihr Bock habt, kommt aus Discord, ist eine sehr, sehr geile Truppe dort. Und zu guter Letzt ist anscheinend ein Leak im Umlauf, der die Story zum DLC Insel der Rüstung nicht komplett spoilert, aber den Anfang. Fangen wir an mit diesem Typi. Und zwar, was hat er auf dem Kopf? Ist es ein Pokémon? Ich meine, der Typ heißt ja irgendwas mit P und es ist halt obviously auch ein P an seinem Helm. Heißt er Peon? Ich weiß es gar nicht aus dem Kopf. Anyway, ganz, ganz merkwürdig, ob das vielleicht ein Pokémon ist oder halt einfach nur das neue Icon von dem Rotom-Update, weil wir wissen ja, durch das Pokémon-DLC bekommen wir auch ein Rotom-Bike-Update. Deswegen ist ganz spannend, was es mit diesem mysteriösen P auf seinem Kopf hat. Ich meine, da sind ja auch Augen, ne? Ja, da sind auch Augen und was ist das? Seine Augenbrauen? Ja, ganz, ganz witzig. Weiter geht es mit dem Trailer, den ich vorhin angesprochen habe. Und zwar, dieser Trailer, der wurde in einem GameStop, weiß ich nicht, Elektronikmarkt in Texas aufgenommen und sieht auf den ersten Blick gar nicht so spektakulär aus, aber, was ist das? Und was ist das? Das sind nicht Zachian und Zamazenta. So, schauen wir uns mal genau an. Der linke, warte, habe ich noch ein schärferes Bild? Egal. Das sieht irgendwie aus wie, ja, halt hier ein Schild, aber sieht irgendwie aus wie Dialga in seiner Protoform irgendwie. Also, das könnte halt Dialga sein, aber das ist nicht Dialga, ja, also kann ich mir nicht vorstellen. Aber es könnte halt Dialga sein. Und der Grund, warum es halt nicht Dialga sein wird, weil das sieht auf keinen Fall aus wie Palkia. Deswegen ist diese Theorie schon mal komplett für die Cuts. Sieht sehr interessant aus. So, kommen die Pokémon noch? Beziehungsweise, klar, es kann auch sein, dass sie halt nachträglich hier eingefügt worden sind, so als Fake, ne? Muss man halt einfach berücksichtigen, dass es so sein kann. Schließe ich auch gar nicht aus. Aber ja, guck mal, hier zoomt er zum Beispiel ran. Wow. Deswegen schwierig. Ist auf jeden Fall ganz interessant. Der Rest des Trailers ist komplett normal. Also es geht nur um diese beiden Viecher. Was es mit denen auf sich hat. Protoform von, oh mein Gott, Protoform von Zachian Zamazenta. Alter, das wäre überkrass. Mal gucken, bleibt spannend. So, kommen wir dann noch zu einem Leak. Und zwar am Ende des Trailers, des letzten Trailers, ist diese Sequenz. Und in dieser Sequenz ist dieses Bild. Wenn man an dieses Bild ranzoomt, bekommt man das hier. Und hier sieht man ein Pokémon. Und dieses Pokémon sieht aus wie ein... Na, ihr dürft noch ein bisschen raten. 3, 2, 1... Pausiert das Video.
Sieht aus wie ein Pilz, hat hier zwei Arme und einen Kopf und auf diesem Kopf ist ein Pokéball drauf. Sprich, wir haben hier nichts anderes als the boss himself, Amungus. Wie heißt es auf Deutsch? Hutsasa. Hutsasa. Genau, das ist ganz klar Hutsasa auf dem Bild, kann mir keiner was anderes sagen. Und ja, der feiert auch sein Comeback in den DLC, entweder am 1. oder am 2. Und ist ein ziemlich starkes Pokémon, auch für VGC. Ne, mit seiner Ability Belebekraft zum Beispiel, oder es hat ja Pilzspore, oder wird dann auch dieses Rage Powder haben und halt alles auf sich ziehen. Also kann schon gefährlich sein. Und ist halt ein Counter für Togekiss, sofern Togekiss natürlich nur Zauberschein als Angriff hat. Aber gut, um das geht's, um Competitive geht's hier gerade nicht, aber Amungus aka Hutsasa feiert sein Comeback ebenfalls in den DLCs. Last but not least haben wir noch ein Screenshot, was wohl ein bisschen von der Story vom Pokémon DLC Insel der Rüstung leaken soll. Rechts sehen wir einen Raid-Kampf gegen Kupfu. Das soll gleichzeitig auch die Anfangssequenz des Pokémon DLCs sein. Also die Anfangssequenz von Insel der Rüstung ist ein Raid-Kampf gegen Kupfu, in dem wir das fangen können. Die Auflösung ist nicht die beste, deswegen versuche ich es mal für euch zu übersetzen, ist auch Englisch. Also, a new leak from the Internet Forum 4chan, also 4channel, reportedly shows a max raid battle against Kupfu in the DLC. So, für die, die nicht so gut in Englisch sind, neuer Leak ist in Umlauf, welches den Raid-Kampf gegen Kupfu zeigt. According to the user John Game Freak, the DLC will start with this max raid battle, in which you catch the Kupfu that will serve as your starter for the DLC. Laut dem Forum-User John Game Freak wird der DLC mit dem Raid-Kampf gegen Kupfu beginnen, wo ihr das Kupfu fängt und das wird dann euer Starter sein. Dann, das ist interessant, you then will leave behind all Pokémon from the main game and begin a new journey. Sprich, anfangs werden alle Pokémon, die ihr jetzt habt, gesperrt. Das kann ich mir halt so vorstellen, im Online-Turnieren, wenn ihr dort ein Team anmeldet, werden ja die 6 Pokémon auch für das Turnier über gesperrt. Sprich, ihr könnt die nirgendwo anders benutzen. Sprich, kann sein, dass es hier auch so sein wird. Aber eure jetzigen Pokémon werden für dieses Abenteuer gesperrt sein. We are currently investigating the validity of these claims, news, but John Game Freak has been right in the past, being the same 4chan user that predicted the names of the games and the legendary Pokémon back in January. We will updating you, wenn es mehr gibt. Gut, also, die meinten, dass sie es genauer untersuchen, aber der User John Game Freak ist eine sehr vertrauenswürdige Quelle, weil er bereits in der Vergangenheit die Namen von Pokémon Schwert und Schild richtig geleakt hat und die legendäre Pokémon im Januar. Ja, vorsichtig sein, aber why not? Haut darin, kauft da